So, die ja rein. Hey, haben wir uns... Wir wollen hier keine Großmolle... Ja, ach, Schwamm drüber. Ich wette, Janosch ist... Und er gibt mir sicher noch eine... Immerhin könnte... Ich dachte, die Schwerspitze. Rufus, reiß dich zusammen. Sonst fliegst du. Nein, nein, schon klar. Ich bin ganz ernst. Ganz ernst. Na gut, was ist das denn? Das ist unser Symbol. Ein Symbol. Ein schönes Geheim. Ich regere. Schnauze. Was Symbol. Es zeigt. Wow. Was für Ritual. Aber. Und wie? Das kennen wir ja alle schon. Hier. Was ist. Das ist ein Organon-Sprengturm. Das ist ein. Der Organon will Deponia in die Luft jagen. Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir müssen eine Offensive starten. Wir müssen so. So, das sind die Koordinaten. Das hier sind. Ich erinnere. Argus will hier ein. Zur Explosion. Aber was machen wir? Der Inhalt von Goldstarter-Sette. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin. Kannst du das trotzdem? Ich mach das. Ich kann das auch. Nein, nein. Ich mach. Oh, oh. Jetzt zeig nochmal. Genau. Ein Ort. Ja, ach, Rufus. Aber was? Ich bin im. Troll dich. Troll dich, du Strolch. Wie können wir hier jetzt ernst bleiben? Wollen wir jetzt einfach Flusen in den Projektor? Flusen auf die Dias? Zucker auf die Dias? Erstmal die Dias. Ein letztes Mal. Ich bin noch reiß. Immer noch ein Symbol. Ein Symbol. Ein schönes Geheim. Ich finde den Regel. Schnauze lieber. Was symbolisiert. Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht um. Wow. Was für ein. Mit rhetorisch. Aber. Und wie ich. Hier. Was ist. Der Organ- und Sprengturm. Das ist ein. Der Organ. Ja, oh. Wir müssen eine Offensive starten. Wir müssen so. Die Koordinaten der Basis. Argus will hier. Eine Bombe zur Detonation bringen? Nein, das braucht Rote Meer. Aber was. Wir haben noch einen weiteren Vorteil. Wir haben noch einen weiteren Vorteil. Die Daten, die in Golds Implantat gespeichert sind. Bis hierhin. Kannst du das trotzdem nicht? Ich mach das. Das muss. Ich kann das auch. Nein, nein. Ich mach. Oh, oh. Jetzt nur. Zeig nochmal das. Genau. Was war. Ein Organon. Warum lacht er da immer? Oh, aber was? Ich bin im. Roll die Stufe. Um so ein. So, wir müssen irgendwie dafür sorgen. Was soll das? Wonach sieht das? Nach irgendeinem. Es ist bestand. Na, hoffen. Haben wir hier irgendwas? Womit wir ihn so ein bisschen außer Fassung bringen können, oder? Das ist doch. Genau. Totem. Wie wollt ihr das denn? Wollt ihr sie zu. Wenn wir eine Petition. Unterschriften zusammenbekommen. Kommen Sie unserer Forderung vielleicht nach. Ach, der Organon ist die CDU. Du wärst schon der Dritte. Nach mir und Dr. Flammkuchen. Wer ist Dr. Flammkuchen? Ach so. Hat Garlef noch nicht unterschrieben. Ich unterschreibe nie etwas, was ich mir nicht vorher gründlich durchgelesen habe. Verstehe. Du weißt, worum es in dieser Petition geht. Du hast die wahrscheinlich sogar mitentworfen und willst sie trotzdem nicht... So, dann haben wir hier eine Fibel. Was soll das? Wonach sieht man auch irgendwie? Es ist bestraubend. Kann man ihn absaugen? Was gibt's?
Hier komm, wir saugen ihnen seinen Bart ab. Was soll das? Wonach sieht noch irre? Es ist beschnau, hoffentlich. Wie machen wir das jetzt? Dias. Wir versuchen es mal mit anderen Antworten. Gibt's eigentlich ein letztes? Ich bin noch reiß dich. Das ist ein Klecks. Das? Nur ein Kleck? Und das? Ah, nein, das ist nur das Fall. Also, wenn du deine Truppen genauso würst wie deine Wohlträge, dann gute Nacht. Janosch, wir verschwinden. Ich hatte mich... Jetzt war... Das war doch nur ein... Es ist natürlich kein Klecks. Ja, was denn so? Es ist ein... Ein Schniedel. Es ist ein... Sneetel. Ein Schniedel? Was ist denn das? Ach komm schon, du wirst doch wohl einen Sneetel haben. Ich habe aber keinen Schniedel. Er hat keinen Schniedel. Auch kein Klein. Ich habe nicht mal einen winzigen Schniedel. Das ist gut. Das ist echt gut. Lass dich von dem Typen doch nicht verarschen, Janosch. Er hat gar keinen Plan. Er will dich nur über deinen Akzent lustig machen. Aber nicht doch. Ich wollte doch nur die Stimmung auflockern. Und Janosch selbst hat den Scherz auch verstanden und fand ihn lustig. Hab ich das? Aber keine Frage. Na gut, du ganz wortwahr. Na gut. Das ist ein Tüdel. Es ist ein Tötel. Ein Dödel? Was soll das bedeuten, Dödel? Was ist überhaupt ein Dödel? Na, immer der, der fragt, du Dödel. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Du bist schon wieder darauf reingefallen. Ich glaube, Rufus Raff... Das ist so erbärmlich. Janosch ist unser Freund, du Hintern. Wenn du glaubst, du könntest hier einen Stich landen, indem du ihn beleidigst, hast du dich getäuscht. Los, pack deine... humorloser Haufen. Schade. Er hat keinen Schniedel, er ist ein Dödel. Gibst du eigentlich nie auf? Ein letztes... Bin noch reiß dich. Es ist ein Irrtum. Ein Irrtum. Ich bin noch gar nicht so... Na dann, Shishu, wir wollen hier immerhin nicht... Wollen wir. Aber das machen wir doch so. Oder ist heute schon wieder Zootag? Schnauze, Liebold. Wir gehen jetzt einfach mal alle Antworten durch. Das ist ein Symbol. Ein letztes... Bin noch reiß dich. Obwohl der Schniedel gut war. Ein Symbol. Ein Schick. Ich finde die Regel. Schnauze. Was symbolisiert? Es zeigt. Wow, was für. Mit Rhetor. Aber. Und wie ich. Hier. Was ist. Das ist. Ein Organ- und Sprengturm. Wenn wir jetzt sagen, eine Basis. Oder ein Unterschlupf. Das ist ein Organon-Unterschlupf. Aha. Und weiter? Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir müssen sie angreifen. Wir müssen sie attackieren. Wir müssen sie attackieren. So, so. Und wo, bitteschön? Die Position, die Position, die Koordinaten. Das hier ist die Lage einer dieser Organe. Ich erinnere mich. Argus will zur Detonation. Zur Detonation bringen und dann... Aber was machen wir mit... Die Aufstiegscodes, das geheime Wissen. Wir haben einen Vorteil. Oder einen Trumpf. Wir haben Ass. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das. Bis hier. Kannst du das trotzdem? Ich mach das. Ich kann das auch. Nein, ich mach. Oh, oh. Jetzt nur. Zeig nochmal das. Genau.
Ein Organon-Unterschlupf. Oh. So ein Idiot. Rufus, ich hasse dich. Oh, aber was? Die roll die Oh Mann. So ein. Wir müssen das hinkriegen, dass das nicht dumm klingt. Gibst du eigentlich ein letztes Mal? Ich bin auch drei. Ein Symbol. Ein Symbol. Ein Schimmel. Ich finde die Regel. Schnauze. Was Symbol? Es zeigt. Wow. Was für mit Ritual. Und wie. Da fallen mir doch glatt hier ein paar Sachen weg. Was ist. Ein Stützpunkt. Das ist eine Org. Aha. Eine Basis. Der Organ. Ja, okay. Wir müssen sie orgieren. Wir müssen sie so. Die Position. Das ist die Lage. Das hier ist. Ich erinnere. Argus will. Eine Bombe. Zur Detonation bringen. Zur Detonation. Aber was macht. Wir haben. Bis. Ich mach. Okay. Das muss, ich kann das. Nein, ich mach. Oh. Jetzt zeig nochmal. Genau. Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Was? Wir müssen sie attackieren. Okay, bis attackieren hat er's hingekriegt. Er hat so ein. No, dabei war's. Die Spinne. Droll die Stufe. Droll dich. Bis attackieren. Okay. Noch ein Versuch. Ein letztes. Ich bin auch Kreis. Ein Symbol. Ein Symbol. Ein Symbol. Ich regel. Schnauze. Was symbolisiert. Es zeigt. Wow. Was für ein Schocker. Aber. Und wie ich. Hier. Was ist. Okay, wir haben eine Organon-Basis. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und den Erdball ausradieren. Ja, okay. Wir müssen sie angreifen. Wir müssen sie so. Die Lage. Das hier ist. Ich erinnere. Argus will zur Explosion bringen. Zur Explosion. Aber was machen? Wir haben bis hier. Ich mach das. Ich das hoffe, ist, ich das war das jetzt richtig. Nein, ich mach. Oh, jetzt nur. Zeig nochmal. Genau. Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen sie angreifen. Wir müssen sie angreifen. Angreifen war auch wieder falsch. Oh. Aber was? Die Spinnen. Adagieren ist falsch. Angreifen. Mann, das ist echt ätzend. Nur weil Rufus meint, er muss sich über andere lustig machen. Gibt's eigentlich ein letztes Mal? Ich bin auch ganz ernst. Reiß dich zusammen. Zumindest bei sowas. Fliegst du. Ich finde den Akzent auch lustig, aber bei sowas könnte man eigentlich mal ernst bleiben. So halbwegs. Ein Symbol. Ein Schimmel. Ein Symbol. Was Symbol. Es zeigt. Wow, was. Aber. Und wie. Hier. Was. Das ist eine Organon-Basis. Das. Für den Erdball ausradieren. Ja, okay. Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns so. Die Lage.
Das hier ist... Ich erinnere... Argus will... zur Explosion bringen. Und dadurch den Lebensraum. Zur Explosion... Aber was machen... Wir haben noch einen Ass im Ärmel, wir haben noch einen Vorteil. Wir haben... Nehmen wir mal das Ass. Kannst du das... Ich mach das. Ich kann das... Nein, nein, ich mach... Oh, jetzt nur... Zeig noch mal. Genau. So, eine bitte. Organon-Ball. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das Rostrote Meer unbewohnbar machen. Rufus! Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot. Oh, dabei war es gerade so spannend. Okay, ich mach das jetzt anders. Ich probiere das mal eben einmal durch. Und schreib mir auf, welche Antworten wir brauchen, dass wir hier jetzt nicht ewig, jetzt im Video ewig brauchen für dieses Rätsel. So, dann sind wir auch schon wieder mit den Dias. Ich habe mir das jetzt nochmal aufgeschrieben, nochmal durchprobiert. Gibst du eigentlich nie auf? Ein letztes Mal. Und gemerkt, was für ein Sack manchmal Rufus sein kann. Reiß dich zusammen, sonst fliegst du. So, das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie Geheimnis. Ich finde den... regelrecht. Schnauze, lieb... Was im... Es zeigt, was... Was... Wir werden ein Klecks, wenn wir nicht sofort handeln. Hier. Was ist das? Das ist eine Organon-Basis. Das ist eine... Aha. Der Organon will den Erdball ausradieren. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unter... Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns... So. Das hier ist die Lage. Das hier ist die... Ich Argus will hier eine Bombe... Er will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Wir haben... Bis hierhin. Kannst du das trotzdem... Ich mach das. Das musst du nicht, Jan. Jetzt muss er das machen. Ich kann das auch machen. Nein, ich mach das schon. Mit seinem Akzent, ohne dass Rufus lacht. Das ist das Schwere. Zeig doch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus, Mensch, er kann auf einmal deutlich sprechen. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf der Ponia. Bol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Super Plan, Rufus. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es das klingt ist unsere sehr gut. Einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Ja, gibt's noch Fragen? Mhm. Daumen hoch. Yeah, gefällt mir. Oh.
auf Rubus, unseren neuen Anführer. Ui. Yay! Oh. Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, 3 Goals zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Ja, oh, das war ja so niedlich. Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? Okay, wir haben Goal jetzt auch soweit. Sie steht auf mich. Ja, und wie? Was ist denn hier los? Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Was ist hier los? Was geht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Warum hat er ein Gewehr? Deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal. Bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Ihr sabotiert das gerade. Ich hätte wohl gern. Zuallererst ist Goal eine Wumption des Widerstands. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegscodes bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Och nein! Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen Joe ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Och nö! Sobald Joe Wollen Stunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn! Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Das hoffen wir mal, dass Rufus da noch was einfällt. Und was ihm einfällt, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.